Danke, dass du gerade bestätigst, dass Kurtubi und seinen eigenen Schriften widerspricht. Gar nicht so, wie du bemerkt hast. Ich nehme alles Allah, hier ganz sicher auf. Ja, Allah, ja, Allah, ja, Allah. Denn was steht hier nochmal, Joker? Steht da geschrieben, dass der Verzehr von menschlichem Fleisch erlaubt ist. Also wir haben hier zwei Ibn Sina. Ein Ibn Sina, der Urban heißt und leider Kinder gezeugt hat, aber es ist kein Problem, du folgst Hosea. Des Weiteren behauptet er, dass angeblich Imam Shafi Rahmullah es erlaubt hat. Aber das ist nicht Imam Shafi, du Jahil, sondern das ist einer der Gelehrten in der Shafi-Rechtsschule. Dieser Gelehrte sagt, dass es nur unter extremsten Notfällen erlaubt sei. Die Mehrheit der Gelehrten sagt aber, dass es absolut verboten ist, selbst wenn es zum Tod führt. Dann darfst du das Fleisch der Abtrünnigen essen. Dann darfst du das Fleisch der Abtrünnigen essen. Warum lügst du denn jetzt, Urban? Da steht doch genau das Gegenteil, dass du es nicht darfst, selbst wenn dein Leben davon abhänge. Daran sieht man wieder mal, dass diese Leute nur Fake-Quellen bringen und diese selber nicht einmal gelesen haben. Ja, das kennen wir schon durch euch. Immer wenn ihr in die Enge getrieben wird, dann sagt ihr mal, was ist los? Was ist los? Was, Bruder? Was ist los? Coach, sei ein Mann, Coach, bitte, entweder kickst du ihn oder ich geh raus, Bruder. Es hat keinen Sinn. Bruder, es reicht alles. Ja. Also Marie Emanuel würde darüber sagen, shame on you. Die Mehrheit der Gelehrten sagt aber, dass es absolut verboten ist, selbst wenn es zum Tod führt. Warum? Sie begründen es, indem sie einen authentischen Hadith des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, heranziehen. Fuck. Dann ist es egal, was Shafi oder irgendjemand sonst sagt, weil die Mehrheit der Gelehrten es verboten hat, basierend auf einem authentischen Hadith. Niemand nimmt dich ernst. Deshalb solltest du besser für dich selbst sprechen. Bruder, ich bin die unwichtigste Person. Ich sag, ich bin der größte Jahil. Ja, ich bin die unwichtigste Person. Hier selbst die christlichen Webseiten sagen, dass es keinen Vers gibt in der Bibel, wo das Menschenfleisch bietet. Noch dazu gibt es einen expliziten Vers, wo sogar Gott die Abtrünnigen dafür bestraft hat, dass sie ungläubig wurden, indem sie sich gegenseitig aufgefressen haben. Dein Gott liebt das, Mann. Was redest du? Und das sage nicht nur ich, sondern auch deine eigenen islamische Website. Hier behauptet diese Puta, dass es angeblich eine islamische Webseite sei, obwohl es keine islamische Webseite ist, sondern ein Forum, was jeder erstellen kann und wo sich jeder anmelden kann, um seine eigene Meinung zu äußern. Aber das gleiche Forum existiert auch bei den Christen. Und was haben die Christen bezüglich dieses menschlichen Fleisches geschrieben? Sie haben geschrieben, dass es in extrem Notlagen von der Kirche, also der katholischen Kirche, als erlaubt gilt, dieses Fleisch zu verzehren, weil sie keine Wahl hatten. Oh.